Die fünf leichtesten, schnellsten und unterbewertetsten Gewohnheiten, um lean zu werden. Vor allem, wenn du bei einem etwas höheren Körperfettanteil von etwa 30% bist. Mein Name ist Eduard, ich habe selber schon die ein oder anderen Ernährungsweisen ausprobiert und im letzten Jahr sogar 18 Kilogramm abgenommen. Mit dem Wissen habe ich es geschafft, von dieser Form auf diese Form zu kommen. Der Grund, warum es bei dir vielleicht bis jetzt noch nicht geklappt hat, ist vielleicht, dass du eine kleine Wissenslücke hast. Diese werden wir mit diesem Video stopfen. Wir quatschen nicht lange um den heißen Brei herum, wir kommen zu den fünf Sachen. Punkt Nummer 1 nenne ich die 10.000-Schritt-Regel. Die besagt, dass du mindestens 10.000 Schritte jeden Tag am Tag gehen solltest. Vielleicht magst du dich jetzt fragen, warum. Ich beantworte es dir. Einfach, weil es leicht ist. Und es gibt nichts Leichteres oder Unanstrengenderes, als einfach gehen, um Kalorien zu verbrennen. Wenn du das jetzt zum Beispiel mit Laufen vergleichst, ja, Laufen ist anstrengend, du kommst ins Schwitzen. Und um ehrlich zu sein, kannst du dir auch nicht vorstellen, jeden Tag 365 Tage im Jahr laufen zu gehen. Aber mit Gehen geht das Ganze. Der Körper reagiert darauf super unempfindlich. Du kannst es wirklich jeden Tag machen und wirst davon auch keinen Muskelkater haben. Und abgesehen von den gesundheitlichen Aspekten, auf die ich nicht genauer eingehen werde, hat es auch viele mentale Aspekte, ja, Verringerung von Depressionen und so weiter. Also geh einfach mal in die frische Luft, du wirst es nicht bereuen. Am besten ist es sogar, wenn du das mit anderen Tätigkeiten, wie zum Beispiel mit Telefonieren verknüpfst. Zum Beispiel ich gehe fast nie einfach so raus und erledige dabei nichts anderes. Ich nutze auch die Zeit, um irgendwas bei Instagram zu machen oder zu bearbeiten. Also es ist keine verlorene Zeit, von diesem Gedanken musst du dich ganz schnell verabschieden. Du kannst es quasi so sehen, dass du zwei Fliegen direkt mit einer Klappe schlägst. Wenn du dich jetzt gerade fragst, wie schaffe ich das aber? 10 Minuten sind ungefähr 1000 Schritte. Wenn dein Gym von dir nicht so weit entfernt ist, dann solltest du vielleicht anstatt zu fahren, zu Fuß gehen. Nehmen wir an, 15 Minuten Fußweg, hast du 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück, hast du schon 3000 Schritte. Ein anderer Tipp, was mir geholfen hat, es im Alltag zu integrieren, ist einfach ein bisschen früher aufzustehen, so eine halbe Stunde früher als sonst, 20 Minuten einfach rauszugehen und spazieren zu gehen. Punkt Nummer 2. Protein. Protein ist bei mir auf Platz 1 bei den Makronährstoffen. Warum? Ganz einfach. Erstens, 1 Gramm Protein hat etwa halb so viel Kalorien wie Fett. Zudem ist es extrem wichtig für den Körper. Nicht nur für Muskelaufbau, sondern auch insgesamt für deine gesamten Zellen. Und wegen dem enthaltenen Peptid YY, was deinen Appetit reguliert, hält es dich auch noch länger satt als zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette. Und jetzt mal ehrlich, hast du schon mal gehört, dass einer dick geworden ist, weil er zu viel Hühnchenbrust oder Steak gegessen hat? Ich glaube nicht. Kommen wir direkt zur Regel Nummer 3. Das ist meine 4-40-Regel. Diese besagt, dass du dir 4 Mahlzeiten am Tag wählst, die mindestens 40 Gramm Protein pro Mahlzeit enthalten. Zum Beispiel morgens Porridge mit etwas Whey, knapp 40 Gramm. Dann noch irgendwie ein Snack mit Eiern und Käse oder sowas, hast du nochmal 40 Gramm. Zum Mittag irgendwie noch Hühnchenbrust oder irgendeine vegetarische Proteinquelle und zum Abend nochmal Magerquark. Somit hast du dann knapp 160 Gramm Protein und bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Side-Tipp nebenbei, fang an zu tracken. Es ist nicht so viel Arbeit, es nimmt maximal 5 Minuten am Tag weg und wenn du es einmal drin hast, ist es wirklich Gewohnheit. Denn wenn du volle Kontrolle über deine Ernährung hast, kann auch sowas wie dick werden nicht so schnell passieren. Der nächste Punkt ist Schlaf. Und das ist wirklich das Fundament, dass du mindestens 7-8 Stunden am Tag schläfst. Ganz abgesehen vom Muskelaufbau ist der Schlaf so fundamental, dass ohne ihn fast gar nichts funktioniert. Wenn wir uns Testosteron anschauen, dann gibt es sogar Studien, die zeigen, dass dein Testosteron-Level, wenn du nur 5-6 Stunden Schlaf am Tag hast, um ganze 30% verringert wird. Und das ist genau das Hormon, was für den Muskelaufbau sorgt. Wenn du nicht genug schläfst, fühlst du dich nicht nur antriebslos und kraftlos, du hast auch keine Lust, irgendwas zu machen. Und noch was dazu kommt, ist, dass deine Essgewohnheit sich ein bisschen ändert. Denn Studien haben gezeigt, dass wenn man zu wenig schläft, eher dazu neigt, Junkfood oder Fastfood zu essen, anstatt gesundes und ausgewogenes Essen. Also ganz fundamental, ein bisschen Disziplin mit 8 Stunden Schlaf am Tag und dann sollten auch die Heißhungerattacken verschwinden. Um ehrlich zu sein, sind es ein paar mehr Tipps als 5, aber du profitierst davon und ich tue dir damit was Gutes, also bleib dran. Ein ganz kleiner Tipp ist noch das Fasten. Versuch's mal damit. Ich sag ja immer, viele Wege führen nach Rom und es gibt nicht so die Ernährungsweise, wo das für jeden funktioniert. Jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich und jeder Mensch verarbeitet Sachen anders. Genauso ist es bei der Ernährung. Vielleicht solltest du mal versuchen, erstmal mit der 12-12-Regel, also im Zeitraum von 12 Stunden zu essen und 12 Stunden nichts zu essen. Und dann vielleicht ein bisschen hocharbeiten. 14 Stunden nichts essen und dann in einem Zeitfenster von 10 Stunden auf 8 Stunden, 6 Stunden. Probier es aus, vielleicht ist es ja was für dich. Wenn wir schon gerade beim Essen sind, ganz, ganz wichtiger Punkt, feste Mahlzeiten. Diese vermeiden nämlich unkontrollierte Fressattacken. Die musst du auch nicht jedes Mal wieder tracken, weil wenn du die einmal getrackt hast und dann 1:1 so nachkochst, kannst du dir sogar das Tracken sparen. Essen haben wir. Jetzt nochmal was ganz, ganz Wichtiges, Wasser und Hydration. Fang an, mindestens 3 Liter am Tag zu trinken.
Und ich gehe jetzt nicht auf die gesamten gesundheitlichen Vorteile von Wasser ein. Es ist auf jeden Fall ein Gamechanger, wenn du mehr trinkst, als du wahrscheinlich jetzt trinkst. Es wird dich auch länger satt halten. Das Problem ist oft so, dass du vielleicht denkst, dass du Hunger hast, du aber eigentlich Durst hast, aber unser Gehirn, das so verknüpft ist, dass du denkst, dass du Hunger hast, aber eigentlich Durst hast. Und wenn du dann trinkst, dann wirst du merken, dass der Hunger auf einmal komischerweise weg ist. Und schon wieder hast du dir ein paar Kalorien gespart. An der Farbe deines Urins kannst du ganz leicht erkennen, ob du dehydriert bist oder nicht. Abschließend kommen wir auch zu einem extrem fundamentalen Punkt. Rezepte. Gewöhn dir wirklich ein paar feste Rezepte an und hab immer die Zutaten da. Wähle sie so, dass sie schnell, einfach und gesund sind. Auch wieder eine Regel, die 3x3-Regel. Für morgens, mittags und abends irgendwie drei verschiedene Mahlzeiten und wechsel die einfach ab und dann ist es easy going. Übrigens nutze ich die Zeit gerne, um Eigenwerbung zu machen. Bei Instagram mache ich sehr viel mit Ernährung und Rezepten, da kannst du gerne vorbeischauen. Und nicht vergessen, bleib stabil.